Amanda Bynes macht große Fortschritte. Laut TMZ hat die Schauspielerin gerade ihren Aufenthalt in einer Reha-Klinik für geistige Gesundheit beendet und ist reumütig über die Dinge, die sie gesagt und getan hat, während es ihr am schlechtesten ging. Und für was schämt sie sich am meisten? Den Tweet, dass sie möchte, dass Drake etwas Ungezogenes mit ihr anstellt. TMZ behauptet, dass eine Quelle sagte, dass Amanda entsetzt ist über ihr eigenes Kommentar und bald wieder sie selbst sein wird. Die Quelle sagte auch, dass es bestärkend ist, dass sie wieder gut und schlecht unterscheiden kann. Sie hat angeblich auch das Kiffen aufgegeben und ist dabei, ein paar unangemessene Tattoos wieder entfernen zu lassen. Sie bildet sich weiter und besucht das Fashion Institute of Design and Merchandising in Orange County und wird wieder selbstbewusster. Es scheint, die Medikamente, die sie wegen ihrer Schizophrenie und ihrer bipolaren Störung nimmt, wirken. Wir hoffen, dir geht es bald wieder besser, Amanda.